Hi Leute und willkommen zurück zu Splinter Cell. Ja, ich will mir ja jetzt ab heute die Multiplayer, den Multiplayer-Modus anschauen. Spy versus Soldier, Söldner, wie auch immer. Und vielleicht auch noch, keine Ahnung, ob ich da die Bonusmission, die werde ich wahrscheinlich in eine extra Folge wieder packen, weil Bonusmissionen gibt es ja auch noch. Zum Beispiel Solo Grimm oder Solo Cobin, das sind halt nochmal so Einzelspieler-Sachen. Aber ich will jetzt Spione gegen Söldner mir mal anschauen, weil ich glaube, das ist richtig geil. Wie gesagt, ist schon ein bisschen länger her, dass ich im Modus gespielt habe und es ist ja bestimmt einiges dazugekommen. Ich werde bestimmt voll failen am Anfang, weil die anderen voll die Pro-Gamer wieder sind, die nichts anderes spielen. Und ja, das will ich mir jetzt mal anschauen. Schnelles Spiel? Nein, ich will eigentlich kein schnelles Spiel. Kann mal schauen, gehen wir mal online. Ah, Freunde, ich habe keine Freunde in dem Spiel. Ich bin voll ohne Freunde. Ah, okay, Clan-Tag, Koop, Spione gegen Söldner, privates Match. Ach so, ja gut, bis da jetzt Leute reinkommen. Soll ich vielleicht doch ein schnelles Spiel machen? Zumal ich ja jetzt keine Ahnung von den ganzen Modis hier habe. Aber die können wir uns ja gerade mal kurz angucken. Was es da so gibt. Modus. Ah, okay. Söldner gegen Spione. Klassisch Deathmatch. Uplink-Kontrolle. Abholung. Okay, da ist schon ein bisschen was. Wie viele Maps gibt es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne, 6. 6 Maps. Eigentlich schon das Hacklimit. Man kann auch irgendwie mit den Dollars, die man in der Solo-Kampagne verdient hat, habe ich gesehen, sich auch irgendwie bessere Sets kaufen für die zwei Klassen da. Ja. Schauen wir mal. Ich gehe jetzt mal in ein schnelles Spiel rein. Guck mir das mal alles an, wie das so abgeht. Party-Privatsphäre. Ah, Ausrüstung anpassen, genau. Da gehen wir noch kurz rein. Hier, das habe ich gemeint. Da kann man sich jetzt, genau. Ich habe jetzt diesen normalen Datenspeer. Und ich könnte mir jetzt zum Beispiel Raubtier kaufen, der voll scheiße aussieht. Ich habe mir den schon angeguckt. Voll Steampunk-mäßig. Saboteur, aber hat halt geile Ausrüstung dabei, ne? Und für die da unten, genau. Das sind nochmal extra Ausrüstungsslots, die man sich selber dann zusammenstellen kann, weil das sind ja alles vorgefertigt. Da muss ich ja das mitnehmen. Wie man rechts sehen kann, was da schon dabei ist. Übrigens, werde ich jetzt Star Wars als Projekt noch mit reinnehmen. Werde da den Agenten von Level 3, ich habe jetzt schon ein bisschen angefangen, bis zum Höchstlevel spielen, weil es kommt ja so viel Neues in Star Wars, die Raumkämpfe, PvP-Raumkämpfe und so Zeug, habe ich gedacht, komm, schließ mal wieder ein Abo ab. Und zeig den Leuten mal was von Star Wars, weil so schlecht ist es nicht, das Spiel. Das ist schon, Star Wars ist cool. Ist halt blöd, wenn man kein Star Wars Fan ist, dann ist halt voll für den Arsch. Hier sieht man nochmal die Söldner. Destruktor ist eigentlich saugeil. Der hat nämlich Blendschutz und so Zeug. Ach komm, wir haben jetzt genug gelabert, ich würde sagen. SMI-Karte. Dann würde ich sagen, wir gehen mal in ein schnelles Spiel rein. Alles klar. Dann hoffe ich, dass wir mal ein bisschen was zeigen können, dass ich auch eine Chance habe und nicht so sehr auf die Fresse bekomme. Vielleicht nehme ich auch direkt Söldner. Ich glaube, Söldner ist immer ein bisschen einfacher zu spielen. Trainingsgelände. Spielen und erlerne gemeinsam mit anderen. Ah, okay. Ja, komm, dann machen wir das mal. Ist vielleicht ein bisschen langweilig für die erste Folge, aber es kommen ja noch mehr Folgen. Ich muss mich wirklich erstmal einspielen. Ich habe schon ewig kein PvP mehr gemacht. Beziehungsweise Söldner gegen Spione in Splinter Cell. Das letzte Mal war bei, boah, Chaos-Theorie, glaube ich. Den letzten Multiplayer. Das war ja noch vor Conviction und vor Double Agent. Also Asbach-Uralt. Genau, den Modus kenne ich noch. Also Söldner schützen die Terminals, Spione müssen die versuchen zu hacken. Und haben halt die Gimmicks dabei. Gut, wir haben sowieso direkt. Das werden wir verlieren. Erledigt den Eindringling. Hallo? Halbzeit? Wie Halbzeit? Das war Runde 1. Fußball hier, oder was? Ah, okay. So wie es aussieht, haben die Spione gerade gewonnen. Aha, aha. Alles klar.
Ja, der hat schon Level 28? Oder was ist das? Hallo? Ich hab gedacht, das sind neue Spieler. Hallo! Hab ich eigentlich Voice-over-IP an? Keine Ahnung. Was geht ab? Da ein Speer. Alles klar, ist auch der einzige, den wir jetzt im Moment nehmen können. Boah, ohne Scheiß, ich werde so versagen. Ich hoffe, die Steuerung ist jetzt genau dieselbe wie im Einzelspieler, dann geht's nämlich einigermaßen. Seid aber vorsichtig, in dem Bereich patrouillieren feindliche Söldner. Wie mache ich denn mein Menü auf? Warte mal. Wow! Fuck! Alter! Kannst du mich verarschen? Ich hatte überhaupt gar keine Chance, irgendwie da mal mich zu verstecken oder so. Geil. Alter! Wow, hoffentlich ist das nicht zu so Call of Duty Scheißdreck mutiert, ey. Das wäre echt lame. Wir haben unseren Hack unterbrochen. Vor allem ist die Map voll hell, ey. Warte mal. Okay. Hab ich da andere. Nee. Vor allem, wie soll man sich denn hier verstecken? Hier ist ja alles voll hell und. Diese Terminals sind aktiv. Wir können sie jetzt. Kacke irgendwie. Hab ich irgendwie. Okay. Ja, als Söldner hat man es einfacher. Hab ich ja schon erwähnt. Hab ich das schon erwähnt? Ja, jetzt hab ich es erwähnt. Hilf dem Hacker in Zone C. Ja, du bist witzig, ey. Ich kriege ja direkt die Kalaschnikow ins Gesicht. Markiere Feinde, ist meine Fähigkeit. Und das mache ich wie? Ich hab gedacht, das wäre ein Tutorial, um zu lernen. Das ist überhaupt kein Tutorial. Da kommen die Leute mit ihrem dicken Level und schießen mir direkt in den Arsch. Und hier ist ein Sensor. Wenn ich da durchgehe, dann sehen die uns doch, oder? Ah, ich kann da hoch. Das ist schon mal cool. Nein! Nein! Alter. Also bis jetzt bin ich dem Multiplayer voll für den Arsch, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich überlege, bei Chaos-Theorie, da war das so schön dunkel. Da konnte man durch die Schächte und überall durch. War das alles ein bisschen ruhiger und hier, ey, du kriegst direkt, die schmeißen dir direkt alles in die Fresse, Granaten und haben wahrscheinlich noch Radar und alles dabei. Die Hälfte habt ihr geschafft, weiter. Da ist einer. War klar, und hier kann ich nicht hoch. Scheiße, ey, leck mich am Arsch. Komm schon! Gut, wir sind halt im Vorteil, was die Kletterkünste angeht und so, ne, aber. Ey, ganz ehrlich. Boah. Hammerhart. Kann ich ihn überwältigen, wenn er um die Ecke kommt? Das ist natürlich geil. Habe ich eigentlich noch andere Ausrüstung? Ich würde auch gerne mal wissen, wie ich die Ausrüstung wechseln kann. Hack gestoppt. Strengt euch ein bisschen an. Strengt euch ein bisschen an, du bist lustig, du blöde Nuss, ey. Alter. Ohne Scheiß, finde ich voll kacke, dass bei diesem Tutorial auch so ein Level 28er Penner da mitspielt, der wahrscheinlich voll die Ausrüstung hat, voll die Granaten und alles. Ey, komm, leck mich doch am Arsch. Ist doch lächerlich, ey. Ha. Huh. Gut, vielleicht habe ich jetzt einfach nur ein scheiß Team erwischt. Und eine scheiß Map, keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Anzeige von irgendwelchen Leuten. Und wenn die. Wenn man die sieht, dann schießen die einen direkt weg. Das ist überhaupt keine Chance. Komm schnell. Komm schon. Alter, ohne Scheiß. Was liegt da? Tolles auf dem Boden. Ist halt scheiße, ne? Wenn das Spionenteam so jeder für sich spielt, so wie bei uns jetzt. So, hier ist A, da ist B, C. Und man kriegt immerhin die Kletterpunkte angezeigt. Ach, ich muss gedrückt halten, okay. Alles klar, alles klar. Wo sind denn die ganzen Betäu... Ich bin doch hier. Wo sind eigentlich die ganzen... Oh, Alter. Ja, genau! Alter. Jetzt bin ich verarschen, der hat überhaupt keine Energie verloren. Wir haben nur so 4 so Kästchen und der hat schon wie viel gehabt? 10 oder was? Das war 100 pro der... Warte mal. Ja, das ist der Level 29er, ey. Voll behindert, ohne Scheiß. Wie kommt denn der da ins Tutorial rein, ey? Ohne Scheiß. Alter, ist gerade voll schwul, muss ich ehrlich sagen. Alle Terminals aktiv. Sie können jetzt gehackt werden. Nein, das hat nichts mit Heulen oder Mimi zu tun. Nein.
Das ist voll scheiße, finde ich. Dass da so ein 29er dabei ist, der voll die Energie hat und voll die Ausrüstung. Was soll ich denn da machen? Junge. Und ich habe irgendwie keine Betäubungspistole. Nur um zu killen oder was? Doch Spion, kein Killer. Alter. Ja, schon wieder dieser Kacker-Elf. Wie kann man denn schreiben? Chatten? Nee. Meinem Team wollte ich jetzt nichts sagen. Nein, 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 nein. Was ist denn das scheiß Chat? Mich verarschen. Alles klar, alles klar. Ach, das ist einer von mir. Nee, wieso kann der auch da drüber springen? Alter. Warte, warte, warte. Kommt der hoch? Nee. Komm schon, Heck. Heck, ah, komm. Die Forok. Muss jetzt aufpassen, ey. Hab ich. Terminal A wird in diesem Moment geknackt. Bam! Ja, ich hab nur Waffen zum Killen, ey. Ich hab doch nie eine Chance mit dem seiner Energie, die er hat. Lass mich verarschen. Schnell weg. Alter, ohne Scheiß, das ist ja voll unfair gerade. Hast wahrscheinlich noch ein Radar und weißt, wo ich langgelaufen bin, ne? Nee. Ohne Scheiß, ey, soll. Wieso haben die so viel Energie? Alter, ist das normal? Dass die Söldner so viel Gesundheit haben? Warte mal. Thermal-F. Aufklärungsanzug. Ach, halt die Klappe, ey. Oh, eure Schuld. Ja, super. Ich habe wirklich nur die Ausrüstung. Ach, komm. Ah, okay. Das ist cool. Und das ist uncool, dass der schon wieder angeschissen kommt. Ungeschützte Terminals im Einsatzgebiet. An die Arbeit. Ah! Bam, Junge! Yeah, baby. Oh, fuck. Hilfe, die suchen mich. Verpiss dich. Ja, was denn, hä? Deine scheiß Gesundheit. Siehst nicht mehr so geil aus, ne? Hat er ein Radar oder so, wo er mich sehen kann? Der weiß, wo ich bin, der Arsch. Bam! Der ist gesehen. Alter, wie geil. Also, Nahkampf ist cool. Also, das bedeutet, wir müssen an die Typen ran. Daten sind zu 50% entschlüsselt. Ah, ist das schön, ja. So macht das Spaß. Wenn im Nahkampf, wenn die da jetzt auch so stark gewesen wären, wäre das ein bisschen kacke gewesen. Aber so ist es einigermaßen fair, sage ich jetzt mal. Diese... Wie geht denn das mit diesem Anzug da? Hab ich da nur begrenzte Energie oder was? Oh, fuck. Ich glaube, da kommt gerade einer. Schnell weg. Ich habe auch keine Granaten mehr. Das sind scheiße gerade. Ah, da rechts unten diese rote Energie muss ich aufladen und dann geht die sind alle da drüben in B. Vielleicht mal rüberkommen, denen helfen. Aber ist eh gleich gehackt. 1% noch. Jawohl. Sehr gut. Boah, fuck, 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 fuck. Kann ich auch rüber? Nee. Ja, du bist witzig, ey. Holt euch die Daten. Okay, A ist jetzt komplett unbewacht, da sollte ich vielleicht schnell hin, wo beide. Ja. Ah, ja, ja, ja. Komm! Heck, Heck! Ich geb dir Rückendeckung. Komm, warte, ich geh hoch. Ich geh hoch. Warte. Ah, fuck! Falsche Taste. Ja. Alles klar. Da unten. Nein! Oh, nein! Alter, ich wollte eh drücken, wenn sie mal angreifen. Da springt er übers Geländer, der Idiot. Hat dann wenigstens gekillt. Ja, gut gemacht. Es bleiben noch 30 Sekunden. Hallo? Spawn? 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 Das ist eure Schuld, Jungs.
Wieso kann ich nicht spawnen? Ah. Wir haben keine Zeit mehr. Ist gleich vorbei. Warte mal. Bam! 10 Sekunden. Na ja, gut. Da jetzt noch reingehen. Diese Terminals sind aktiv. Wir können sie jetzt hacken. Aber wie gesagt, der Multiplayer ist okay. War jetzt halt ein bisschen kacke, muss ich ehrlich sagen, mit dem 29er. Voll für den Arsch. Finde ich voll scheiße. Aber die Grafik und so. Performance. Läuft doch alles wunderbar. So. Hey, was geht ab, Leute? Ich habe keine Ahnung, ob die mich hören. Wow, 30 XP. Ah, gut, kommt noch ein bisschen was dazu. Yeah. Komm, hopp. Level 2 schaffen wir noch. Ja. Oh, cool. Dollars kriegen wir auch. Das ist nice. Na gut, ich denke mal, ist ein bisschen kacke jetzt für den Anfang. Ja. Ohne Scheiß, das ist so lächerlich. Direkt mal stumm schalten. Arsch. So, warte mal. Komm, wir kaufen uns jetzt mal das Raubtier, oder? Kaufen. Und hier kaufen wir uns auch direkt den Destruktor. So. Wir wissen, ein bisschen eine Chance haben. Aber gut, die anderen hätte ich auch die. Oh, jetzt bin ich mit dem 29er im Team. Nö. Ich will nicht mit dir im Team sein. Bist du scheiße. So, Söldner. Gucken, was die so drauf haben. Wahrscheinlich kriege ich jetzt voll auf die Fresse, weißt du. Nee, ich bin schon wieder Spion. Was hat denn der? Gasabwehr, Panzerung, lalalala, ID, digital. Chili-Anzug. Oh, der Tarnung, wie geil ist das denn? Okay. Und Rauchgranaten. Und diese ID-Störung war wahrscheinlich passiv oder was? Kommt schon, Leute. Wir machen das. Scheiße. Die haben die falsche. Ah, okay. So wie es aussieht, sehe ich den auch direkt auf der Karte. Die Leute. Fuck! Ich habe, glaube ich, schon einen getroffen. Nein. Boah, was ist das denn für eine Scheißwaffe, ey? Armbrust muss ja voll lange nachladen. Hat überhaupt keinen Schaden gemacht. Oder hab ich einfach vorbeigeschossen? Ach komm, ey. Also, auf der Spionseite für Multiplayer braucht man gute Leute im Team, mit denen man sich am besten im Teamspeak oder so verständigt, würde ich sagen. Weil andernfalls ist das irgendwie, ja, das ist schon ein Krampf. Ist schwierig. Am besten wäre es natürlich, wenn jeder eine andere Klasse nimmt. Einer nimmt Raubtier, der andere irgendwie den Speer, den normal. Und einer vielleicht noch, keine Ahnung, was da. Gab es ja noch ein paar. Noch den dritten da. Oder halt eine eigene Ausrüstung zusammenstellen. Scheiße. Ah, okay. Ah, der hat so Sonar. Wie im Einzelspieler. Okay. Alles klar. Tarnung. An. Zu C laufen. Ach, das mit der Tarnung ist geil, muss ich sagen. So richtig Predator-like. Alles klar. Ich werfe mal eine Rauchgranate, das verunsichert die Söldner. Die denken dann nämlich direkt, hier, weißt du, wenn ich in den Rauch reingehe, kriege ich aufs Maul. Sollen die auch denken. Da ist, glaube ich, schon einer. Ja. Da kommen sie angeschissen. Kommt schon, geht rauf! Jawoll, hast gesehen? Ja, Baby, oh, das ist geil. Betäubt mit der Armbrust und der andere hatten sich gekrallt, den Typ, ey. Das war cool. Alter. Ist das ein Söldner? Nee, ist einer von mir. Da ist einer! Leute!
Nein, vorbei! Hat er erwischt. Holen dir! Oder so, ja. Jawoll. Ah, die Klasse ist cool, muss ich sagen. Mit diesem. Oh, ey, ich muss unbedingt einen Slot freischalten, um mir eigene Ausrüstung kaufen zu können. Okay, ich muss hier weg. Mit eigener Ausrüstung, denke ich mal, ist das, wenn man das alles. Scheiße, ich bin runtergefallen. Kann man das alles schön anpassen? Nein! Ich werde sichtbar. Holen dir den anderen, Junge. Wir haben den Hack gestört. Scheiße, Alter. Was mit Betäuben ist schon cool. Geile Sache. Alle Terminals aktiv und bereit für alles den Hack. Klar. Boah, fuck. Gut. Nein! Fuck you! Ich hätte vielleicht ein anderes Ziel jetzt mal hacken sollen. Schnell weg hier. Na, wo ist er? Ah! Fuck, ey. Bam! Leck mich doch. Ja, komm. Ich bin halt ein Spion, kein Killer, ne? Mit super MG und allem dabei. Ah. Läuft ganz gut. Kills 4, Tode 3, Punkte 680. Leute. Ey, ihr aus meinem Team, wenn ihr mich hören könnt. Lass mal zu B gehen oder so. Schon voll die Russen wieder oder so, haben wir gar keine Ahnung, was ich sag. Oder gehen wir zu A hier. Ah, Junge, oh. Ich muss irgendwie noch so Minen legen können oder sowas. Als Spion. Damit die schön da reinlaufen, die Penner. Ah, da ist schon der Erste, Leute. Oh, fuck, schon vorbeigeschaut, nein. Leck mich am Arsch. Hol ich mir, ey. Kleiner Homo. Bam, Junge. Komm, KKF. Achtung. Junge, die kommen. Es geht ab. Ach ne, ist einer von uns. Fuck, ey. Warte, mach ich nochmal unsichtbar. Alter, das mit der Tarnung ist richtig geil. Ey, wie hat er mich gefunden? Alter. Schon wieder Heck gestoppt. Ich verarsche. Haben die ein Radar oder was? Der muss mich irgendwie gesehen haben. Hacker ist tot. Hacker? Ach, ich bin tot. Okay, der Hacker muss überleben. Also soll ich mich am besten verstecken. Wenn ich gehackt habe. Alle Terminals aktiv. Sie können jetzt gehackt werden. Ja. Jetzt wieder zu A gehen, sind die direkt wieder da, oder? Ja, dahin ist doch schon einer. Fuck it, ey. Ey, Leute, die Söldner kommen. Nein, schon vorbeigeschossen. Wie er Panik bekommen hat. Waffe wechseln, scheiße. Ach komm, ey. Ach gut, dass ich so viele Dollars im Singleplayer gesammelt habe. Ey, ich muss mir noch die anderen Klassen kaufen. Auf jeden Fall. Komm, KKF. Hacking. You must hacking. Oder gehen wir zu B oder C? Komm, wir gehen mal wieder zu C. Hier, du schon einen geilen Schacht. Komm schon. Alles klar. Runter. Ist da irgendeiner? Nee, doch. Das ist doch ein Söldner. Scheiße. Der sieht mich doch, ohne Scheiß. Der wartet doch jetzt schon. Ja, der hat ein Radar oder sowas. Der sieht mich. Ah, leck mich doch am Arsch, ey. Er ist gegangen. Alles klar. Runter. Station A ist online und wird gehackt. Scheiße, jetzt muss ich zu A oder was? Ah, fuck, ey. Warte, ich komme. Scheiße, das ist kacke. Wir müssen irgendwie gleichzeitig hacken können. Mehrere Punkte. Das ist sauschwer sonst. Bin ich denn? Ich sehe überhaupt nichts. So.
Halte durch, halte durch! Das mal unsichtbar machen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich gleich so einen Typ über den Weg laufe. Die Leute, die das Let's Play sehen übrigens, können mich gerne adden bei Uplay. Und dann können wir mal zusammen zocken. Auch gerne Bro-Gamer, die es voll drauf haben. Dann kann ich noch ein bisschen was lernen vielleicht. Ein paar Tricks und so. Mit der Ausrüstung. 50% geschafft. Weiter hacken. Nicht sterben. Sie haben unseren Hack unterbrochen. Nein, der KKF ist verreckt. Scheiße. Egal, komm. Aber der läuft noch, der Hack. Nee. Hä? Ach, wir haben dann Zeit, um nochmal den Hack zu steuern. Ja gut, komm. Die werden jetzt da alle... Okay, ich hab verstanden. Okay, die Zeit ist dann abgelaufen, da muss man dann wieder ein neues Terminal hacken. Okay, okay, ich hab's kapiert. Wir müssen zu C, Leute. C, C, go to C, C, A, B, C, what's up? Noch eine Minute. Was? Scheiße. Wow. Ninja. Ich verstecke mich direkt mal, weil der Hacker muss ja überleben. So, alles klar. Ah, die können den Hack, glaube ich, nur unterbrechen, wenn die mich töten, ne? Hack gestoppt. Sprengt euch ein bisschen an. Oder wenn die ans Terminal gehen. Scheiße. Alle Terminals aktiv. Ach komm, ey. Ja, leck mich. 30 Sekunden. Ihr habt 30 Sekunden. 30 Sekunden. Ach komm, ist eh schon verloren. Also, die Söldner haben es einfach auf jeden Fall. Es ist einmal ein volles Pro-Gamer-Spion-Team. Beendet den Hack, dann sind wir fertig. Zeit verlängert. Ah, okay, wir dürfen den Hack noch beenden, wenn wir es schaffen, natürlich. Scheiße, ich bin wieder sichtbar. Schon. Nein! Ja, du machst doch mal besser, ey. Predator! Scheiße. Fuck, die waren zu zweit! Ja, komm, jetzt ist eh vorbei. Diese Terminals sind aktiv. Wir können sie jetzt hacken. Runde 1 ist vorbei. Eine kommt noch. Ja! Runde 1 ist vorbei und ich würde sagen, ach, Rollenwechsel? Jetzt wollte ich eigentlich die Folge beenden, aber jetzt darf ich mal Söldner spielen. KGF, what's up? Nehmen wir direkt den. Oh, der hat aber wie. Alles klar. Blendschutzpanzerung. Unser Hauptmissionsziel ist der Schutz aller Terminals. Destruktor? Was ist denn Destruktor? Los geht's. Seid vorsichtig! Behaltet stationär im Auge. Ja, ich komme. Da ist einer! Scheiße! Der kann ja überhaupt nicht werfen, der Typ. Zugriff auf Datenterminals möglich. Ah! Ah, diesen Scan haben die, deswegen hat er mich vorhin gefunden. Ja, ja. Wir brauchen Leute bei Station C. Sie wird erobert. Ja gut, aber so sehr im Vorteil sind die... Alter, willst du mich verarschen? So sehr im Vorteil ist mal Söldner jetzt auch nicht, muss ich sagen. Nico, Joe. Hack angehalten. Haben uns beide kalt gemacht. Können wir wissen, ob ich auch Nahkampf-Skills habe mit den Söldnern. Dö, hört sich ein bisschen an wie Tagesschau. Ah, okay, Nahkampf haben wir auch. Sind zur Zeit ungeschützt. Sichern Sie. Ich komme! Terminal
Ernährungsmine hier hin. Ernährungsmine hier. Na, wo seid ihr? Ach, du bist es. Ey, hör auf dich anzuschleichen, Junge. Dir fast einer auf die Fresse gehauen. Da. Ah. Hä? Wie kann ich denn diesen Hack jetzt stoppen? Geht denn das? Hallo? Hallo? Okay, man muss die anscheinend töten. Ah! Junge! Ah! Hilfe! Alter! Ey, die arbeiten voll zusammen, das finde ich voll scheiße. Also liegt's am Team. Scheiß Team! Na. Ach komm, ey. Du den Hackern schon singen. Ich komme, was geht ab? Öfter einmal. Na, wo seid ihr? Terminal fast gehackt. Jemand muss sich darum kümmern. Schieß aber kaputt, dann gibt's nichts mehr zu hacken. Scheiße. Was? Wie bitte? Wir sind noch zwei Hecken. Wir müssen uns zusammenreißen. Die gehört, wir müssen uns zusammenreißen, Alter. Jetzt haben wir aber Level 2, glaube ich. Yeah, Private. Private Paula. So habe ich zumindest gespielt. Boah, die kriegt aber richtig fett Kohle, ey. Alles klar. So. Alles klar, ich würde sagen, das war's erstmal für die erste Folge. Ich gucke jetzt nochmal in der Ausrüstung. Werde ich mir noch den Saboteur kaufen. So. Da einmal beim Söldner noch die eine Klasse. Den Jäger. Ja, und die anderen, keine Ahnung, wie man diese Punkte hier bekommt. Muss man die mit echtem Geld kaufen oder was? Das wäre es jetzt, ey. Das wäre aber scheiße. So, alles klar. Gut, Leute, würde ich sagen, aber das war jetzt eine halbe Stunde, reicht es erstmal für die erste Folge und wäre cool, wenn in der nächsten Folge mal ein paar Leute mitspielen, die auch meine Let's Plays gucken, mit denen man sich unterhalten kann oder mal ein bisschen Teamplay hier und können wir mal ein paar Modi ausprobieren, verschiedene. Und ja, bis dahin würde ich sagen, irgendwas wollte ich noch sagen. Ich hab's schon wieder vergessen. Mann, wenn man so viel im Kopf hat. Naja, egal, mir fällt's vielleicht in der nächsten Folge von Star Wars oder so ein, keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir sehen uns. Bis dann, Leute. Ciao.